Was geht ab, YouTube? Willkommen zu einer neuen Folge DBD Rehooked, dem Format, in dem es um euer Gameplay geht und nicht um meins. Und heute gibt es mal wieder Ghostface Gameplay. Von niemand geringerem als Admiral Tobi, aka Lukas. Admiral Tobi hat gesagt, er ist schon etwas erfahrener, deswegen soll ich einfach mal so ein bisschen meine Bewertung abgeben. Was kann er besser machen, was war er nicht so gut? Und wie wir sehen, das Ganze hat noch während dem Anniversary-Event stattgefunden. Ich hänge ein bisschen hinterher. Nichtsdestotrotz steigen wir da jetzt direkt mal ein. Ich werde jetzt nicht krass über die Perks gehen. Die haben wir in den ganzen anderen Rehooked-Folgen und auch in den ganzen DBD für Dummies viel zu oft schon erklärt. Aber über die Add-ons werden wir gehen. Das erste Add-on, was der Tobi hier verwendet, ist das Olsen's Address Book. Damit kann er dann sehen, wenn er einen Survivor markiert hat als Ghostface und er macht eine Rushed Action, also er sprint-vaultet über ein Fenster oder eine Palette, dann sieht er die Aura für 5 Sekunden. Das Iridescent Add-on, was wir hier sehen, ist Ghostface Caught on Tape. Und damit kriegt er seine Power, also sein Nitro, zurück, wenn er jemanden mit einer Basic Attack downt. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Midwitch. Gar nicht mal so bad von Ghostface. Indoor Maps, immer gut. Aber wir müssen natürlich in die Berechnung mit einberechnen, dass hier diese ganzen Event-Fähigkeiten ja da sind. Und ich, also muss man sagen, die waren schon, also das ganze Event war sehr killer-sided. Gerade für einen M1-Killer kam das alles sehr gelegen. Ein bisschen rumgesneaker, aber wir finden niemanden. Oh, wir finden viele. Oh, das ist huge! Okay, wir haben Leon markiert. Warum ist seine erste Priorität, den Jen zu kicken? David war right there. Ich meine, gut, ja, du hast ihn über 50% gestalkt, ich würde ihn nicht boxen unbedingt. Aber mal sehen, was du machst. Pick up the pallet. Ja, und das meine ich, ne? Also die Chases werden viel einfacher mit diesen Fähigkeiten. War der Whiff jetzt beabsichtigt? Also man muss jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht ganz. Mindgamest du mit Absicht so, damit deine Power zurückkommt und den eventuell stalken kannst? Weil diese Mindgames, die sind für den Arsch. Der kann dich sehen. Also die Palette brauchst du nicht mindgamen. Die solltest du kicken, um Zeit zu sparen. Ja. Jetzt hast du, genau, okay. Das war also vielleicht doch einfach nur der Plan, Zeit zu verschwenden, um ihn zu stalken. Jetzt hat er seinen Mark. Und wieder die Mindgames. Nee, die funktioniert hier einfach nicht. Das ist klar. Okay, jetzt rennt er die aber rein, das ist... Als ob er jetzt die andere Pallet kriegt. No! Und wieder die Mindgames! Du kannst die Palette kicken. Wo soll er denn hin? Da ist die Wand. Wo soll er denn hin? Kick die Palette. Er muss an dir vorbeilaufen. Dann bummst du ihn einfach. Jetzt ist er down. What the fuck? Tobi! Was bin ich denn hier sehen? Du hast gesagt, du hast Erfahrung. Der ist Chen ist weg. Da wird doch gleich ein zweiter poppen. Halleluja. Schwierig. Erst dachte ich, das wird der heftigste Start in ganz Rehooked. Aber dann kam David und hat deine Träume zunichte gemacht. Krim geht an. 10 Sekunden kurz mal Ruhe. Wir haben Chill noch 99, da müssen wir aufpassen, dass wir den aus Versehen mal wegstalken. Der Rest, Leon ist ja leider davon gekommen. Das war das Safe. Wird die Tür aufgesprengt und noch ein Chen weg. Du hast Glück, dass jetzt erst 2 Chens gemacht sind, Alter. Also in der Zeit, wo du den David gechased hättest, hätte viel Schlimmeres passieren können. Aber wir haben Bill jetzt auch 99 und David ist verletzt, also 3 Leute sind potenziell down.
Okay, David ist geheilt. Das war Bill. Gut, dass du den nicht komplett markiert hast. Das ist immer sad, wenn man das aus Versehen macht. Hm. Wer ist das? Leon. Ne, Bill. Leon hat gar keinen Stalk. Jo. Weg mit Bill. Schade jetzt, weil jetzt haben wir wieder gar keine Save the Best Tokens, aber ja. Es ist manchmal so, wie es ist. Das eine Token ist jetzt kein Weltuntergang. Jetzt kommt der Movement Speed rein. Na gut, den Shroud hättest du dir schenken können. Niemals Shrouden, wenn du gerade jemanden aufgehangen hast. Wow! Wow, 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 wow. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Das geht ja sehr schnell. Leon war direkt hinter der Tür. Der hat sich so eingeschissen. Das war ein sehr schneller Down. Holy fuck. Die ganze Gang ist hier. Wird ein bisschen geteabagged. Chill is 99. Chill war 99. Du hast sogar Shroud angemacht. Warum hast du sie geschlagen? Todsünde als Ghostface. Todsünde. Oder kommt schon der Teamback, der David. Ja, ja. Guter Bodyblock von David. War das dead hard? Gut, sammeln wir save the best stacks, I guess. Auch gut. Vor allem mit Movement Speed, sehr gefährlich. Für die Survivor. Und jetzt haben wir leider alle verloren. War da jemand? Nee. Bisschen Stock of Chill. Okay, Chill ist 99. Halt den Leon da drüben anscheinend. In dem Moment hätte ich zumindest noch den Stalk fertig gemacht. Wieder mal auf die Chill. Dann hättest du die boxen können, weil sie ist gerade die Toilette rein. Die kann nichts machen außer droppen. Und jetzt gehst du dem verletzten Leon hinterher. Jetzt haben wir nochmal ein Stack von David. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, du willst halt den Down von Leon und schlägst schon wieder daneben. Und kriegst eine Party Pallet. Die Teabagging-Aura. Classic. Nummer 1. Keine Ahnung, was... Ja, also, das war ja klar. Wenn er schon so provoziert hat, der Dead Hardman. Ah, er hat reingeschissen. Ja, völlig berechtigt. Ghostface Teabagged immer als letztes. Alles richtig gemacht an der Stelle. Dem Cheats nicht anders. Du hast sie down. Ansonsten hätte ich dich gerade schon wieder angeschrien, weil du schon wieder 99 Stock weggeboxt hast. Ja, das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus für die Survivor. Okay, David ist schon free. Remote Hook. Das sind halt so Dinge, ne? Es spart halt unglaublich viel Zeit, dieses Remote Hook, die Pallets einfach remote zu breaken. Das hätte halt alles ganz anders aussehen können, wenn du diese Fähigkeiten nicht gehabt hättest, ne? Erweiterter Teabag. Sorry, falls man Milo hört, wie er reinschreit. Weiß nicht, was er für ein Problem hat. Also, Teabag ist schon mal raus. Verdient. Vor allem als erstes.
Norbert White hat ja oben nochmal eine Aura angezeigt, ja. Ich meine, man hat ihn auch gehört, sie haben ihn geheilt. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, shit goes crazy. Chill, das war's. Ja, guck mal, alleine jetzt hättest du erstmal Zeit gebraucht, um die aufzuhängen. Ich meine, wow, Bill hat trotzdem Leon hochgeholt, aber stell mal vor, du könntest nicht remote hocken. Ich hätte mit einem Dead Heart gerechnet. Leon, auch raus! Eins muss man dir lassen, du machst auf jeden Fall sehr gutes Save the Best for Last Management. Du läufst permanent mit 8 Stacks rum, du vermeidest das Bild zu boxen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und so gut wie fast gar kein Cooldown da, die hättest du raustunneln können. Okay, wir haben Bills Fährte. Man muss halt sagen, du crouchst auch ziemlich viel. Das slowt dich halt down. Ja, man wird weniger dadurch aufgedeckt, aber... Man hört Chill definitiv irgendwo unter dir heulen. Hm? Kick hier. Ah, das, also das Game ist gelaufen. Das sollte jedem klar sein. Waren jetzt auch nicht die krassesten Survivor, muss man an der Stelle sagen. Wir haben jetzt keine krassen Loops gesehen, außer diesen David-Start. Dann hast du halt natürlich, die Map ist natürlich, schon eher Richtung Killer-Seite. Und die ganzen Event-Fähigkeiten sind natürlich auch OP as fuck. Deswegen ist es auch schwer, hier eine Bewertung zu abzugeben. Oh, der Leuchtbug. Jetzt gibt's auch noch auf. Ja, also das ist natürlich... Ich warte immer noch auf den Tag, wo mir jemand Gameplay schickt für die Rehooked-Folge, wo jemand komplett zerstört wird von so einer richtigen Schwitzertruppe. Wo man wirklich mal analysieren kann, was hätte man besser machen können. Was willst du denn hier besser machen? Du hast gegen komplette Dullis gespielt. Du hast gegen Dullis gespielt auf einer Map, die extrem gut für dich ist. Er guckt dich mal hin. Ja. Also, das ist ein Selbstläufer, ne? Das muss man natürlich mit einberechnen. Survivor nicht gut. Eventfähigkeiten. Starke Map. Und win. Das muss man natürlich mit einberechnen. Ich glaube, du hattest, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich muss nochmal die Videobeschreibung gucken. Ich glaube, 500 Stunden um den Dreh müsstest du haben. Joa. GG an der Stelle. Sehen wir noch, was mit den Survivors so abging. Ja, war jetzt gar nicht mal so krass. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Stunden. Stand der Aufnahme 520 Stunden. Ungefähr 470 Stunden Killer. Gut. Also, wie gesagt, nochmal GG an der Stelle. Gut gespielt. Herausragend war dein Save the Best for Last Management, dass du Bill verschont hast, obwohl sie auch sehr oft auf einem Haufen waren und du hättest ihm versehentlich oder auch wissentlich eine reinhauen können. Hast du es nicht gemacht, hast 8 Stacks permanent quasi ausnutzen können. Das ist gut. Was du besser machen könntest, dich soft daneben schlagen, dich soft whiffen und Paletten einfach manchmal nehmen wie ein Mann. Also diese Mind Games, diese offenen, wo dich der Survivor sieht, also wenn du jetzt da absolut keine Dumpfbacke hast, dann wird das nicht funktionieren.
Du kannst ihn platt lassen, klar, aber das kostet halt alles Zeit. Und dann kommt vielleicht das nächste Mal ein anderer Survivor und macht an dem Loop genau das gleiche. Wenn die Pellet weg ist, passiert es nicht. Ansonsten, wie gesagt, die Zeichen standen natürlich hart auf Wind für dich von Anfang an. Wie gesagt, das Event war sehr killer-sided, die Map ist killer-sided. Die Survivor waren jetzt nicht die besten Spieler. Aber ansonsten spielst du einen guten Ghostface, bist eher relativ sneaky unterwegs. Die Add-on-Kombi habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also zählt jetzt auch nicht so zu seinen stärksten Add-ons, muss man sagen. Kann man aber natürlich durchaus machen, klar. Das Bild, was du gespielt hast, kann man auch so spielen. Perks sind okay, kann man so machen. Gibt's eigentlich nichts auszusetzen. War ein gutes Spiel. Weißt du, was sagt der Rest? Schreibt's in die Kommentare. Und falls ihr auch mal dabei sein wollt in der Folge Rehooked und ich soll über euer Gameplay schauen, joint gerne meinen Discord-Kanal. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da gibt's einen Textkanal, der heißt Rehooked. Da lest ihr euch in dem angepinnten Post durch, was ihr machen müsst. Dann schickt ihr mir euer Gameplay und schon schwupps seid ihr dabei. Nochmal vielen lieben Dank an der Stelle an Admiral Tobi aka Lukas fürs Interesse und fürs Mitmachen und Einschicken des Materials natürlich. An den Rest natürlich auch fürs Anschauen. Und damit verabschiede ich mich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video oder sogar im Nebel. Peace out, ich bin draußen. Macht's gut.